Der Bürgermeister. Ein Dreier Holz. Liebes Tagebuch, Spartacus hilft uns allen, immer. Jeden Tag. Ach, ich würde so gerne mal was für ihn tun. 148, 149, 150, 151, 152, 53, 54, 155. Wow! Hi, Onkel Meinhard. Tschüss, Onkel Meinhard. Ach, Kuttchen, Stefanie. Du hast dein Frühstück vergessen. Oh. Ja, danke. Denn das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, weißt du? Es enthält Kalzium und Proteine und Kalzium und Vitamine. Vitamin A und Vitamin B und keine Vitamin Zeit, ich muss jetzt los. Tschüss. Ach, Gott, wiedersehen. Wo ist denn mein Pfannkuchen hin? Hm. 99 und 200. Wow, Spartacus, das ist ja irre. Ich wusste nicht, dass Superhelden trainieren müssen. Klar, jeden Tag. Kann ich vielleicht mittrainieren? Natürlich. Wir fangen an mit Aufwärmen. Okay. Alles klar? Mhm. Okay, dann geht's los. Noch zwei. Und zur Seite. Rauf, runter und rauf. Okay, rauf, runter und rauf. Noch einmal. Rauf, runter und rauf. Noch einmal und runter. Eins. Zwei und drei und Liegestütz. Eins, zwei, alles klar? Alles klar? Eins, zwei. Und hier nach, komm. Komm schon, Stefanie. Komme. Weiter geht's. Bereit? Und los. Fersen hoch, gut. Warte mal. Oh, wow. Komm, weiter geht's. Alles okay? Ja, danke, Spartacus. Gern geschehen, bitte. Wirst du nie müde oder so? Wieso sollte ich?
Ich trainiere, einen guten Schlaf habe ich auch und ich ernähre mich gut. Hm. Und ich habe heute nicht gefrühstückt. Was, ehrlich? Nö. Aha, pass auf, du stellst dich unter diesen Baum, ja? Und schließ die Augen. Okay? Und los. Schön die Augen schließen. Okay. Und halt die Hände auf. Gut, ja. Hab ich doch gern gemacht. Na dann, ich muss los. Leiter! Immer schön trainieren! Danke, Spartacus! Ach, der denkt, er wäre so ein toller Hecht. Der Kerl muss aufgehalten werden. Was denn? Dieser Typ macht mich so sauer! Ah, okay, Fans, ich bin bereit! 3, 2, 1, los! Jemand hat ein Problem. Oh, oh. Oh, Vorsicht! Ah. Also, das war ja knapp. Oh, ja, danke, Spartacus. Oh. Tja, ich glaube, was das Lenken betrifft, habe ich noch Luft nach oben. Aber wenigstens habe ich einen Helm auf. Ja, das ist gut. Sei nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, klar, weiß ich doch. Wir sehen uns. Leiter! Wow, Trixie. Alles okay? Ja, alles dufte. Aber das war eine coole Fahrt. Ja, fand ich auch. Völlig abgefahren. Oh. Das war eine blöde Idee. Ja! Ich hoffe ja, dass mein Geld darin sicher ist. Hat Spartacus dich gerettet? Oh ja, und wie, sag ich dir? Er tut ständig nette Dinge für uns. Wir? Genau. Von wem sprecht ihr? Spartacus. Ja. Ja, und weil er uns ständig Gutes tut, sollten wir auch mal was für ihn machen. Ja, tolle Idee. Tja, was? Tja, weiß auch nicht. Wir notieren ein paar Ideen. Ja, so machen wir's. Mal überlegen. Nachdenk. Ja? Oh, war nichts. Stichwort Probleme. Wir versuchen einfach keine zu machen. Hilfe! Jemand hat ein Problem. Hilfe! Hilfe! Spartacus, vielen Dank! Kein Problem! Oh! Hä? Oh, Lollipop vielleicht? Nein, danke! Ja, Siki! Tja. Ach, wie werde ich denn nur diesen Sporter-Dovi los? Ha, wie wär's mit einer Verkleidung? Zu mulig! Zu unruhig! Zu champagne! Was leer? Wie mein Hirn. Da tut sich gar nichts. Hilft auch nicht weiter. Eins, zwei, drei. Mein Stein schlägt deine Schere. Was? Und wieso nicht? Ganz einfach, dein Stein ist meiner. Hey, Freunde, wisst ihr was? Na, was denn? Was? Ich war auf dem Baum da drüben, das war heute Morgen, und hab einen Lollipop gesucht, wisst ihr? Und dann bin ich von einem Ast gefallen. Was machst du doch? Der Spartacus hat mich gerettet. Unglaublich. Mich hat er heute Morgen auch gerettet. Und mich. Hey! Wieso werde ich nicht gerettet? Wieso rettet er mich nicht?
Ich habe auch Rettungsbedürfnisse. Meine, meine, meine. So, hier ist deine Rettung. Vielen Dank, Spartacus. Wow, Spartacus, schon wieder eine Heldentat. Du tust immer so viel für uns. Wir sollten endlich was für dich tun. Aber ich rette nun mal gerne Leute. Du musst doch völlig erschöpft sein. Nein, wenn ich Leuten helfen kann, bin ich niemals müde. Schu, schu, schu. Bin ich nie müde. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Es müsste alles vorbereitet sein. Ja. Oh, da ist der. Was ist das? Tja, wir hatten uns gedacht, dass du einen Tag Ferien verdient hast. Yeah. Ich weiß nicht, wie macht man das eigentlich, Ferien? Das ist ganz leicht, weißt du? Genau zusehen. Zunächst nimmt man eine entspannte Position ein. Kopf zurück. Oh ja. Man atmet tief durch. Nun hört man auf zu denken. Ich fang normalerweise erst gar nicht damit an. Sigi! Oh ja. Man lässt alles los. Sigi! Sigi! Ich habe gar nicht geschlafen, nur ein bisschen die Augen ausgeruht. Richtig, ausruhen, und zwar mit Absicht. Genau, hier geht's nämlich einzig und allein um Entspannung. Ja. Also ich, sowas habe ich überhaupt noch nie gemacht. Was? Was? Nein. Oh, komm mit. Ja. Ja, nimm ihn mit. Ihn. Sigi, du bist lausig im Entspannen. Ja, komm schon, keine Angst, es ist ganz einfach. Genau. Wir fangen an mit Sitzen im Liegestuhl. Was? Du meinst, ich soll hier drin sitzen und den ganzen Tag nichts tun? Was? Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Ach, natürlich kannst du das, glaub mir. Ja. Das ist doch langweilig, einfach rumzusitzen. Ich meine, ich bin Spartacus. Ich stehe auf Bewegung. Mir geht's gut, bewege ich mich. Bing, bang, bang, ich bin fit bis ins Mark. Spring hoch, dann regst du dich. Fühlst du dich groß und stark. Ja, ich weiß. Ferien. Na dann, ciao. Ja, ciao. Oh, und Spartacus? Ja? Der Kristall. Meinem Kristall? Mhm. Aber was mache ich, wenn jemand mich braucht? Keiner kann dich brauchen, wenn du Ferien hast. Naja, ich weiß nicht so recht. Es ist doch nur für einen Tag. Okay. Ich danke dir. Ich wünsche dir schöne Ferien. Tja, einen Tag lang werde ich das wohl durchhalten. Ich behalte sie wohl besser im Auge, nur um sicher zu gehen. Spartacus, Comic-Hefte! Da! Danke. Und Trixi, versucht auf euch aufzupassen. Spartacus, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ein Problem? Spartacus steht doch auf Probleme.
Ah, na, die kannst du haben, mein Junge. Ich häng dir so viele Probleme um. Dass du denkst, Problem ist ein zweiter Name. Probleme, Probleme, Probleme. Ein Lollipop. Den hatte ich völlig vergessen. Wisst ihr was? Spartacus glaubt, dass wir nichts als Probleme kriegen, wenn er nicht in der Nähe ist. Und wenn wir jetzt Probleme kriegen, was dann? Na? Ja. Echt? Wenn er Ferien hat, wer passt dann bitte schön auf Lazytown auf und auf alle meine Sachen? Hey, das war deine Idee, Pinky. Ich weiß was. Ich könnte doch der neue Superheld sein, oder? Hey, ich habe mit Sportakus trainiert. Seht euch das an. Ach, Quatsch. Jetzt passt gut auf, Freunde. Gut, zeig her. Ich wusste nicht, dass ihr das kann. Ha, das war klasse. Ziemlich gut. Ha, wie eine echte Sportler, Stefanie. Sportler, Stefanie? Hey, das ist doch ein toller Name. Was? Ja. Ich bin gleich wieder da. Oh, Mann. Wenn sie uns beschützt haben, wir wirklich ein Problem. Ja, und meine Sachen auch. Oh, ja. Onkel Meinhard, Onkel Meinhard. Pass auf, ich brauch schnell ein gesundes Frühstück. Ach, Gottchen, ja, ja. Na, dann wollen wir mal sehen. So, bitte sehr. Danke. Ach, Gottchen, was haben wir da? Bitte. Ja, natürlich. Und woher kommt die plötzliche Magenwand? Ich meine, der Sinneswandel. Na, ich werde Lazytowns neuer Superheld, weißt du? Huch, da brauchst du noch mehr zu essen. Schließlich braucht so ein Superheld jede Menge Energie. Genau. Und hast du dir schon überlegt, welches Kostüm du tragen willst? Oh, das Kostüm, ganz vergessen, Mann, ey. Ich bin gleich wieder da. Oh, mit Spielzeug drin. Na, mal sehen. Oh, ein gruseliger Dinosaurier. Oh. Okay. Wie findest du das? Oh, bravo. Nein, blöde Idee. Oh. Na, Herr Dinosaurier, wie wär's mit ein paar Crunchies heute Morgen? Bitte sehr. Was meinst du dazu? Ach, Stefanie, lass diese Klauner rein. Ach, Gottchen, ja, hoch. Herr Dinosaurier, nun pass mal auf. Tada! Wunderbar, genau richtig. Danke, Onkel Meinhard. Ja, aber Stefanie, also wenn du jetzt ein Superheld bist, was macht Sportacus dann eigentlich? Ach, der genießt seine Ferien. Hä? Was denn für Ferien? Na los, du schaffst das. Ja, du schaffst das. Ja. Nun ist schon eine Minute Ferienzeit vorüber. Und wie kriege ich die anderen 1439 rum? Yeah. Sportacus, du sollst dich doch entspannen. Psst. Ich bin hier, ja. Und ganz entspannt. Ist wirklich klasse. Ganz klasse. Dankeschön.
Wurzel. Na los, ich schaff das. Okay. Ach, wie soll ich hier jemanden retten, wenn ich gleich so eine Angst kriege? Ja, geschafft! Ja! Spartacus, du sollst dich doch entspannen! Alles klar! Spartacus will also Probleme. Die kann der Mann haben. Mit vier Beinen, einem Schwanz und megaspitzen Zähnen. Ich baue einen richtig räudigen Roboterhund. Und der greift an, wenn er das Wort Problem hört. Weg! Ist das ein ganz feines Hündchen? Nein, sondern ein ganz böser Hund. So, und jetzt lege ich den Schalter um. Oh, und eins, zwei, drei. Problem! Oh, süßes kleines Hundchen. Und einschalten. Tja, ich glaube, heute wird ein sehr schöner Tag mit meinem Hundekumpel an meiner Seite. Wir zwei werden Lazy Town auf den Kopf stellen. Na, nicht wahr, kleines Zuckerschnäuzchen? Jetzt gibt's einen Freund für mich. Er ist herrlich fürchterlich. Wie er zärtlich an mir reißt und meine Schuhe mir zerbeißt. Hey, wenn er durch die Straßen zieht, beißt er jeden, den er sieht. Kläff, wow, wow, und zack, im Nu springt er los. Dann schnappt er zu. Ich liebe dieses Hundilein. Hier schalte ich es aus und an. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verbellt diese Göhren und jagt sie weg. Hunde schrecken jedes Kind, wenn sie bös und bissig sind. Dass mein Köter Kinder frisst, beweist, was für ein Biest er ist. Sport an Küsschen rennt und flieht, wenn er mein Raubtier sieht. Jämmerlich klingt sein Gewimmer. Er verlässt Lazy Town für immer. Ich liebe mein Maschinentier. Es ist fies und passt zu mir. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Gören und jagt sie weg. Und nochmal. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Gören und jagt sie weg. Ja. Da geht's lang.
bitte sehr. Entspann dich einfach, Spartacus. Okay. Bereit? Grooves, noch ein bisschen mehr Bass. Yeah. War überhaupt kein Problem. Ha. Los, Probleme! Problem! Problem! Ich bin Spartacus! Ich rette Leute, wenn sie ein Problem haben! Problem. Problem! 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 Ich meine, böser Hund. Tada! Wirklich hübsch. Naja, nicht wirklich. Also sehe und staune, Lazy Town. Hier ist Sporter Stephanie. Nettes Outfit. Oh. Nett? Klasse. Danke, Jungs. Und wen rettest du als erstes, Sporter Pinky? Oh, mich? Alle die, die es nötig haben, halt. Ach Gottchen. Das Kätzchen ist in den Busch gefallen. Oh nein. Schnell, hilf mir. Keine Angst, Kätzchen. Ich rette dich. Du bist jetzt gerettet, Kätzchen. Spitze gemacht, Stephanie. Das war echt voll die Heldentat. Mann, du hast gerade einen Staubwedel gerettet. Tja, was soll's. Für den Anfang. Tovi, wo bist du? Hier. Ich hab ne Überraschung für dich. Fünf. Er muss doch hier irgendwo sein. Und sechs. Und. Ah. Sollen wir wirklich nicht besser Spartacus holen, Stephanie, hä? Ich meine, sicher ist sicher. Nein, warum denn? Er hat seinen Urlaub verdient und damit basta. Heute wird eh nichts mehr passieren. Du wirst also niemanden richtig retten müssen. Gibt's auch falsches Retten? Komm schon. Was ist das? Wo ist Sporta-Dovi? Wer? Sporta-Dovi? Ich meine Sporta. Diesen Kerl halt. Redet er über Spartacus? Den lieben langen Tag lang suche ich ihn schon. Er ist nicht hier. Er hat nämlich Ferien. Ferien? Das ist ja wohl unglaublich, oder? Wo sind die Superhelden nur, wenn man mal einen braucht? Hm? Hier ist einer. Ta-ta-da-da, nämlich ich. Du? Was ist denn so lustig? Ich bin Sporter Stephanie, die Urlaubsvertretung von Spartacus. Nur für den Fall eines Problems. Ich
zwar nicht Spartacus, aber hey, besser als gar nichts. Pass auf, Stefanie, du pass auf! Ich hätte Grund, mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja, ich werde mir wohl erst mal ein Eis gönnen. Und zwar eine doppelte Portion. Ich hab gesagt Portion, nicht Problem. Was sag ich da, Problem? Und jetzt schon wieder. Ich hab ein Problem. Und wer ist schuld daran, Spartacus? Ich wünsche ihm, dass er schreckliche Ferien hat. Das ist tolle Trainingsmusik. Aber ich habe doch Ferien. Und ich soll doch relaxen. Ich hab's versprochen. Also dann. Ich kann das nur nicht. Los, los, geh weg! Los, geh weg! Ach, du wilde Bestie! Ich hätte wohl besser ein Sandwich gemacht, anstelle von dir, du! Haha! Ah, ja. Jetzt kann ich wieder hier runter. Jetzt haben wir ernsthaft ein Problem. Ach, verstehe. Das Wort macht den Köter völlig verrückt. Ins Baumhaus! Schnell! Kommt, Jungs, schnell! Beeilt euch! Dieser Hund ist nicht meiner. Komm schon, Miley, schnell! Die Leiter hoch! Nein! Na schon, los! Helf mir, bitte! Gib mich hoch! Mach die Luke dicht! Zum Schluss! Ja, mach ich so mal Thank you.
sagst, irgendwas muss ich tun. Okay. Mann, das war knapp. Aber was mache ich denn jetzt nur? Ich glaube, ich sitze fest. Ah, ich kann hier nie wieder runter. Oh nein, ich glaube, ich sitze hier bis in alle Ewigkeit. Meine Füße werden nie wieder den Boden berühren. Vögel bauen bald Nester in meinen Haaren. Und Kinder. Sie werden vorbeigehen, nach oben sehen und sagen: Guck, da ist der Typ auf der Plakatwand. Hilfe! 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 Was ist denn da los? Hilfe! Hilfe! Ich muss nachsehen, was da passiert. Ein wilder Roboterhund herum. Hier, dein Kristall, nimm ihn. Wow! Alle haben ein... Sag nur nicht dieses Wort. Ja, aber wieso nicht? Hier, es bringt den Hund dazu, dich anzugreifen. Okay, die Ferien sind vorbei, oder? Alles klar, können wir? Ja. Auf geht's! Na dann, los geht's! Ich bin bereit, Stephanie! Komm schon, renn los! Los, beeil dich! Komm schnell, Hilfe! Stephanie! Du rettest die Kinder und ich hole Freddy darunter. Alles klar. Auf geht's. Du schaffst das schon. Auweia, auweia. Ist das meine Leiter? Gleich bist du da. Ja. Ja. Hilfe! Typisch Freddy. Sportler, Stephanie. Nein, nicht aufmachen! Was sollen wir jetzt nur tun? Stephanie? Trixie? Ja? Hak mich ein. Kein Problem. Diggi, was passiert gerade? Was hast du denn vor? Was wohl? Ich will da runter. Na dann. Was? Der Hund frisst dich bei lebendigem Leib. Lass mich runter. Okay. Trixie, brauchst du Hilfe? Freddy, ich komme! Freddy? Also, nun pass auf. Du rutschst einfach die Leiter runter. Nö, das ist doch ein Trick. Ach, Quatsch, nein. Was soll das? Komm schon, du schaffst das. Nein, ich weiß es, du wirfst mich runter. Nein, das mache ich nicht. Komm schon, vertrau mir. Na los. Komm schon. Wow, wow. Würdest du bitte loslassen, sonst kann ich dir nicht helfen, Freddy. Tiefer! Ich kann sie sehen! Ich schaff das! Runter! Tiefer! Los, komm! Okay, alles klar? Und einen Schritt noch. Alles okay.
Und ab geht's, einfach runterrutschen. Nein, 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 das will ich nicht und das kann ich auch nicht. Ach was, komm schon. Nein, nicht schubsen, bitte. Schubs mich nicht. Ich schubs dich auch nicht, aber du musst irgendwie da runter. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh, oder gar. Mami. So, jetzt hängt sie direkt vor dem Hund. Hoch und zwar schnell. Stefanie! Football! Jetzt runter! Sie hat's geschafft! Tja, das war's! Warte kurz, Stefanie, ich bin gleich bei dir. Hä? Hey! Wow. So, jetzt kann er nicht darunter. Wow. Wow. Spartakus! Tja, was nun? Ja! Das war klasse, Stefanie! Oh, du hast mich gerettet, Sportler Stefanie! Ja, ich muss zugeben, Pinky, das war gar nicht schlecht! Mhm. Naja, ich hatte auch ein kleines bisschen Hilfe. Sportakus! Hey. Ja! Freunde, ich finde, Stefanie verdient den Spielball. Oh, ja. Ja. Ja! Danke! Oh, Spartakus, es tut mir schrecklich leid. Ich hab dir die Ferien vermasselt. Tja. Hey, die besten Ferien sind, wenn ich Leute retten kann. Ja! Das mag für dich so sein, aber nach heute wäre ich eher diejenige, die Ferien nötig hätte. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze. Probleme! Nein! Liebes Tagebuch, heute war ein toller Tag. Schon 8.08 Uhr. Ich muss ins Bett. Ich brauche meinen Schlaf. Bett. Ah, denn guter Schlaf gibt mir die Energie, die ich brauche. Run, 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 run!
Was? Wie? Wo? Ich hoffe wenigstens, du liegst bequem. Ich habe wirklich wunderbar geschlafen. Ich fühle mich absolut fit. Ein paar leckere Vitamine. Die perfekte Art, um in den Tag zu starten. Kommt mit nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Sportacus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixie kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town. In Lazy Town ist immer was los. Der geklaute Kuchen. Gottchen, heute hat Senta Senf dazu Geburtstag und ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Oh. Kinder, könntet ihr eure Lautstärke reduzieren? Seid leise, ja? Entschuldige, Onkel Meinhard, wir haben gerade so tolle Musik gehört. Ach, und mir geht so viel im Kopf herum, weißt du? Sentas Geburtstagsgeschenk? Oh, ja. Naja, mach es bloß nicht so wie letztes Jahr, sonst spricht Senta nie wieder mit dir. Oh, erinnere mich nur nicht daran. Liebe Senta, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sonnenblumen? Ich bin allergisch gegen Sonnenblumen. Hallo? Hallo? Onkel Meinhard. Ach, du bist es, Stefanie. Senta hat dir doch dieses Buch gegeben, damit du auf Ideen für ihr Geschenk kommst. Also lass es uns ansehen. Ach Gottchen, das ist ja ein dickes Buch. Huch, nein, viel zu teuer. Okay. Och nein, viel zu zerbrechlich. Ja, gut. Huch, ja, das ist eine wunderbare Idee. Aber ich bin leider viel zu nervös, um einen Kuchen zu backen. Ach, irgendwie ist alles noch schlimmer als letztes Jahr. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Wir nehmen die Sache in die Hand, oder, Freunde? Hallo. 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 Programm Konditor 1.0 wird gestartet. Backdaten laden. Ich sag dir, dein Kuchen ist ruckzuck fertig. Wir kommen voran. Schritt 1 ist getan. Kuchen gebacken. Analyse? Noch nicht dekoriert. Nein, nein, geh bloß weg da. Das ist mein Kuchen. Lass die Finger weg. Hast du sie noch alle? Guckt euch das an. Ich habe jede Menge süße Zutaten. Oh. Na? Ja, nicht schlecht. Feststellung nach Scan? Braucht Schlagsahne. Ja, eindeutig. Gib her. Nein, ich will die doch da draufstecken. Als Dekoration, weißt du? Was machst du denn mit dem Ding? Gib das her. Hey. Das ist meins. Und das ist auch meins. Das? Hör auf damit. Siggi, Siggi. Cool. Hey, das ist ja abgefahren. Toll. Warte. Was ist denn hier los? Gib das wieder her! Das ist meins, meins, meins! Oh, da hat jemand ein Problem! Oh.
Ach, Gottchen. Meine Güte. Oh, Sportakus, Sie machen eine Tortenschlacht. Ich glaube, Sie haben zu viel Zucker gegessen. Ja, Sie haben recht. Zu viel Zucker. Okay. Mit Essen spielt man nicht und wirft's auch niemand ins Gesicht. Entschuldigung, Sportakus. Guck mal, wir haben diesen ganz tollen Kuchen für Senta gemacht. Oh, nun wird Senta Senf dazu endgültig nie wieder mit mir reden. Oh. Tja, da werdet ihr wohl noch mal von vorne anfangen müssen. Meinst du? Ich mach jedenfalls mal diese tollen Lollipops weg. Vielleicht brauche ich die noch. Siggi, aber nicht alle auf einmal, ja? Ja, in Ordnung. Viel Glück. Danke, Sportakus. Danke sehr. Aber nicht aufgeben. Hm? Okay. Tschüss. Leiter! Jetzt backen wir den Kuchen. Eine Marzipansahne-Schokoladentorte. Nee. Wieso soll ich backen, wenn ich auch einfach klauen kann? Ich meine geklaut. Schmeckt besser. Das weiß doch jeder. Auf die Art und Weise werde ich auch gleich diesen beknackten Sportakus los. Jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Zu heftig. Oh. Zu kräftig. Oh, ho, 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 ho. Zu deftig. Oh, zu prächtig. Aha, ein Detektiv. Perfekt. Ich esse Ihnen den Kuchen weg und trickse es irgendwie so hin, dass alle glauben, dass Sportakus es getan hat. Perfekt! Oh, zeig her! Oh! Wow! Wunderbar! Auf etwas
Geburtstagskuchen kann geladen und gegessen werden. Oh, Senta-Senf, dazu wird sich ganz bestimmt freuen. Ruf sie an, überrasche sie. Ja. Und dann kommt sie hierher und wir können endlich diesen super tollen Kuchen essen. Rufen Sie an, rufen Sie an. Jetzt sofort? Ja. Vielleicht ist sie auch gegen Kuchen allergisch. So ein Quatsch, nun mach schon, ruf sie an. Ja, auf zum Telefon, ja, los. Hallo, hallo. Tja, sie ist gar nicht zu Hause. Oh, vielleicht wählst du zuerst ihre Nummer, oder? Oh, ja, stimmt, natürlich. 516, da. Und los geht's. Oh. Hallo? Hallo, Senta-Senf dazu. Hier ist Meinhard meint's gut. Ach, ja. Ja, der Bürgermeister. Ach, Sie sind's? Ja, ich hab mir überlegt, ob Sie und ich vielleicht, Ja, wie gesagt, wir können... Ja, du also musst wir sie können... einladen. Wohin soll ich dich einladen? Nein, du sollst sie einladen. Ach, ich hasse Sonnenblumen. Ach, Gottchen, hallo? Ja. Ich würde Sie gerne einladen. Ich habe... eine drastische und üble Nachricht. Was? Eine üble Nachricht? Nicht doch. Nichts Drastisches, nichts Übles. Eine fantastische Überraschung. Ja, also bitte, kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Ja. Bis dann. Gut, ich bin gleich bei Ihnen. Schön. Eine Party. Ach, meine Lieben, mein Magen tanzt Cha-Cha-Cha. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie einfach cool. Ach, ein herrlicher Tag ist heute. Hey, sie kommt. Los, bereitet alles vor. Aha. Okay, los geht's. Sie kommt gleich. Oh. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, sie wunderbarer Mann. Ich habe eine Überraschung für Sie, Senta-Senf, dazu. Eine sehr leckere. Da zucken mir ja die Zähne. Ja, dieses Jahr gibt's keine Sonnenblumen, sondern... Happy Birthday! Was ist passiert? Diggi, zeig mir mal deinen Mund. Ich hab ihn nicht gegessen. Oh, wieder ein Geburtstag. Ruiniert. Wo kann er bloß sein? Wir müssen ihn hinten unbedingt. Ein Kuchen wurde geklaut. Backwerksbanditen am Werk. Wer sind Sie denn? Aha! Ich bin Sherlock Schaumschläger, Detektiv. Was? Der erste Schritt, um diese schreckliche Tat aufzuklären, ist die Suche nach Resten des Kuchens. Genau. Folgt mir unauffällig. Okay, das machen wir. Gut, wir kommen. Sie und den Kuchen. Willst du nicht mitkommen? Ich komm gleich nach. Du! Du mit der albernen Mütze, zeig mir deine Hände. Zuckerguss! Aha! Zuckerguss? Hände hoch, du übler Kuchendieb, du! Ich würde sagen, er ist Apfel! Ich esse doch gar keinen Zuckerguss! Und was ist das? Fingerfarbe? Also, ich kenne Zuckerguss und das ist welcher, eindeutig! Aha! Es gab noch nie einen Kuchendieb in Lazy Town. Aha! Ja, gar nicht wehgetan. Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Mainzgut hat den Vorsitz. Wie jetzt? Es ist doch so, dass dich keiner gesehen hat, wie du den Kuchen nicht geklaut hast. Ja, wie kann denn jemand sehen, wie ich etwas nicht tue? So, du gibst also zu, dass dich keiner beobachtet hat, wie du es getan hast. Was? Ich meine... Greifst du, was er will? Nein. Der Fall dürfte klar sein. Der Bürgermeister fällt doch nicht darauf rein, oder? Verdecken Sie Ihr rechtes Auge und lesen Sie das. Ach Gottchen, Sportakus ist Schultag. Kapier ich nicht. Wie war das? Das war nicht verständlich. Lesen Sie es erneut. Sportakus ist schuldig. Danke sehr, danke. Vielen Dank. Und
Schuldige Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ach, wirklich? Nein! Aber wir haben kein Gefängnis in Lazytown. Ach ja, das glauben auch nur Sie. Hm? Was macht ihr da? Wer ist dieser Detektiv überhaupt? Ja, ja. Sieh an! Tada! Tritt ein, mein Freund! Was macht er? Detektiv, willst du die Tür nicht verschließen? Ihr Kuchendiebe, ihr seid doch alle gleich, ihr Verbrecher, ihr. Ach, was ist das nur für ein Tag? Spartacus sitzt im Gefängnis und wir müssen gleich zwei Kuchen für Senta Senf dazus Geburtstag machen. Ach, ich muss mich erst mal hinsetzen. Mach ich das mal. Hoffentlich freut sich Senta wenigstens über den Kuchen. Ach ja. Es ist schon komisch zu sehen, wie Spartacus so hinter Gittern sitzt. Ich find's schon komisch, dass Spartacus überhaupt mal sitzt. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde das auch ganz schön komisch irgendwie. Siggi, nimm mal das Bonbon aus dem Mund. Entschuldigung, aber wenn ich nervös bin, brauche ich halt was Süßes. Du isst doch ständig was Süßes. Das stimmt. Ich esse ständig was Süßes. Süßigkeiten, jetzt weiß ich's. Spartacus verliert doch seine ganze Energie, wenn er was Süßes isst. Ja, dann kriegt er einen Zusammenbruch und wird ganz schwach und so. Und was macht er jetzt gerade? Zielperson erfasst. Details, Zielperson macht gerade Fitnessübungen. Oh, das heißt kein Zusammenbruch. Und das heißt kein Zucker. Und das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, er hat den Kuchen nicht gegessen. Ja! Aber wenn er es nicht war, wie war es dann? Ja, wir. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir spielen Detektiv. Ja! Oh ja, oh ja, lass uns anfangen. Da ist eine Spur. Ein Fußabdruck. Wow, die sehen genauso aus wie die auf dem Kuchen. Ein Stück von dem Kuchen. Hä? Au! Was war das? Au! Ein Lollipop. Oh, schon wieder einer. Falls ich träume, weckt mich nicht auf. All die ganzen Lollipops und die Mütze. Oh, er hat den Kuchen geklaut. Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Du hast eine Menge Zucker gegessen. Ja. Ich meine nein. Der Detektiv, er hat den Kuchen geklaut. Guckt euch das an. Lollipops von dem Kuchen. Datenupdate. Spartacus ist unschuldig. Dann soll er auch nicht im Gefängnis sitzen. Genau. Ziel anvisiert. Aufgabe, diesen Schlüssel holen. Ja! Ja. Stephanie, befestige die Antenne an Meinis Auto. Okay. Was? Wow. Was macht ihr? Hey, Vorsicht! Diggi, das kann ich nicht mit ansehen. Mikrocontroller aktiviert. Pixel, pass auf mein Auto auf. Okay. Zu weit, stopp. Okay. Zurück, zurück, zurück. Rückwärtsgang. Okay, näher, näher. Ich glaube, jetzt komme ich ran. Ja, okay. Weiter, weiter. Ja, schnapp ihn dir. Er greift nach dem Schlüssel. Schafft er's?
Er ist schon fast dran. Er hat es nicht geschafft. Das weiß ich doch, Sigi. Ja. Da ist auch noch ein Kuchen. Tja, ich wüsste einen Kuchen, den wir ihm backen können. Ha! Okay, los, komm mit. Gut, gehen wir. Hat jemand Zeta Senf dazu gesehen? Oh, Sportakus, sind Sie aus dem Gefängnis ausgebrochen? Nein, die Kinder haben herausgefunden, wer den Geburtstagskuchen geklaut hat. Ja, das war der Detektiv. Ja, wir haben eine Überraschung für Senta und diesen Kuchenlangfinger da. Ja. Den erwischen wir so garantiert. Ja, ja, sehr schön. Na gut, dann los. Ja, auf geht's. Okay, ich stelle ihn genau hier hin. Wacht er auf? Ich glaube, ich riech was. Er fällt darauf ein. Es funktioniert. Ich dachte, ich hätte alles aufgegessen. Oh, ein... Oh, ein Kuchen. Oh. Und noch so ein Teil. Ja, es klappt. Ja. Noch mehr Kuchen. Und noch einer. Oh. Komm zu Vati. Ein Riesenkuchen. Oh. Der sieht aus wie Freddy Faulig. Das ist Freddy Faulig. Oh. Freddy Faulig. Oh nein. Freddy, das warst du, der den Kuchen geklaut hat. Genau. Nein, ich war's nicht. Aber dein Gesicht ist ganz voller Zucker. Ja, nicht zu übersehen. Oh, tatsächlich? Ja. Was geht denn hier vor sich? Was ist das? So, alles weg. Oh, mein Gesicht. Ach, mein Gesicht. Nein, send das Senf dazu. Ja. Bleiben Sie hier. Herr Bürgermeister. Ja, bitte? Oh ja, natürlich. Vergessen Sie nicht das Wichtigste. Danke sehr, Sportakus. Oh, send das Senf dazu. Was? Ich geh dann wohl. Wiedersehen. Tschüss. Dieser Freddy Faulig. Dieser Freddy Faulig. Send das Senf dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kuchen? Erlauben Sie sich einen Scherz mit mir? Ach, war doch nur ein Witz. Hier entlang. Ich habe eine Gabel. Was? Oder auch ja, zwei. Und minzig. Kommt mit nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Sportakus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Sigis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Diese
dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town. In Lazy Town ist immer was los. Der Zahnbürstengeburtstag. Das ist eine Überraschung. Was ist das? Was schenkst du ihm, Meini? Wer, ich? Aha. Ja. Na ja, wisst ihr, ich hab's eigentlich schon, aber ich will's behalten. Oh, ernsthaft? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das kannst du nicht einfach behalten. Ja, aber er will doch jedes Jahr immer nur dasselbe geschenkt kriegen. Toffees! Hat dir jemand was von Toffees gesagt? Ich könnte schwören, dass ich was von Toffees gehört habe. Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Nun ja, also das können wir doch nicht dulden, oder? Tarnentricks enttäuschen! Oh, das ging ja schnell! Zu verpennt! Zu dekadent! Horrend! Das ist perfekt! Jetzt sollte noch ein herausragend gutes Geschenk her. Aber wenn ich sage gut, dann meine ich böse. Hey, ich hab Post. Was ist das? Mach bei der Party mit. Bring mir Geschenke mit. Feiert alle fröhlich, feiert. Richtig süß ist das. Aber was kann ich Sigi nur Schönes zu seinem Geburtstag schenken? Aha, ein Fußball. Ein Fußball? Nein, doch nicht. Er braucht was anderes. Er braucht was wirklich Wichtiges. Ja, Baseball.
Nein, vielleicht doch was ganz anderes. Wird Zeit, die Bühne aufzubauen. Hiermit eröffne ich den Happy Birthday Siggi-Tag. Mein Haus! Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, fangen Sie nicht ohne mich an. Nein, schon wieder. Schaltkreise überlastet. Stefanie, genau das haben wir befürchtet. Ja. Du musst uns helfen, bitte. Sprich mit deinem Onkel, bitte. Ja, ja. Du musst uns einfach helfen, okay. Bitte. Onkel? Onkel Meinhard? Tja, also, Senta darf einfach nicht ihre Rede halten. Ja, aber das macht sie doch an ihrem Geburtstag. An meinem Geburtstag hat sie keine Rede gehalten. Genau, das ist der Punkt. Das dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Nun ja, gut. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal zieht sich das schon ein kleines bisschen in die Länge. Ein kleines bisschen? Was? Es ist grau. Meinhard. Es ist schon zu sonnig heute, meinen Sie nicht auch, liebe Senta? Oh ja, ist es nicht schon Zeit für meine Rede? Ach, ich möchte die Möglichkeit auf keinen Fall verpassen, unserem Geburtstagskind ein klein wenig Sonnenschein zu bringen. Oh, ich habe zu diesem Anlass noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Ich fass es nicht. Wirklich nur Kleinigkeit. Das dauert nicht lange. Wo war denn der Anfang? Zuerst kommen die Geschenke. Ja, Geschenke! Hat jemand Geschenke gesagt? Ja, genau. Ja, wer möchte denn anfangen? Ich, bitte ich, mein Geschenk. Hey, du bist meins, immer als Erster. Für mich? Das ist mein Geschenk. Oh, danke, 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 danke. Na, bitte. Meini, lass los. Herzlichen Glückwunsch. Was das wohl ist? Ein Stückchen Toffee Toll und meine Lieblingssorte. Los, ein? Woher hast du das gewusst? Ja, woher nur? Ich hab geraten. Aha. Krieg ich die Schachtel wieder, bitte? Oh, na ja. Okay, und mein, den Deckel Platz auch. Jetzt komm her. Ja, aber guck mal, hier kommt ein richtig dickes Geschenk, Siggi. Da. Oh, wow. Mach's auf. Komm schon, mach's auf. Was ist da drin? Tja, wieso machst du es nicht einfach auf, ha? Ja. Mach's auf. Das will ich auch haben. Das war cool, Trixie. Pass auf, Geschenk in der Umlaufbahn. Ach, Mia. Oh. Siggi. Lecker, ja. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja? Bitteschön. Oh, ein Briefumschlag. Oh, und so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Hm? Vielen Dank. Der nächste. Siggi, du musst ihn aufmachen. Ah. Ja, mach ihn auf. Weiß ich doch. Wow, was ist da drin? ja. www.toffee.com. Ausgezeichnet, sehr gut. Du kannst dir in DSL-Geschwindigkeit JPEGs runterladen von allen Toffees, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Tja. danke schön. Kann ich die auch essen? Nein, du guckst sie dir einfach an. Das heißt, ja, es sind gar nicht deine? Und jetzt? Und jetzt, Entschuldigung, und jetzt zu meiner Rede. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich zu meiner Rede noch 5 Minuten hinzugefügt habe? Nur für den lieben kleinen Viggi. Was, Viggi? Oh, gleich nachdem ich ihm eine Kleinigkeit überreicht habe. Was? Toffees mit Toffee-Geschmack. Oh, finde ich super. Danke sehr. Bitte. Sag mal, Stefanie, hast du auch Toffees dabei? Hä? Na ja, irgendwie schon. Oh. Toffee, Toffee, schmeckt dir sehr. Komm und hol dir mehr, mehr, mehr. Woo, Toffee! Woo! Ja! Das war das Toffee-Lied. Oh, Stefanie, das war so super toll. Ich habe den Geschmack von dem Toffee richtig im Mund gehabt. Vielen Dank. Und nun zu meiner Rede. Sportakus! Denk nicht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Was
Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein ganz spezielles Geschenk. Etwas für dein ganzes Leben. Ist es ein 200 Jahre Schmatzriegelvorrat? Nein. Ist es eine 30-Kilo-Tüte mit Schokokeksen? Nein. Ist es eine Lastwagenladung mit Fürst Pückler-Eis? Nein. Hier, bitte sehr. Was ist das? Wo schließt man das Ding an? Das schließt man gar nicht an. Das ist eine Zahnbürste. Ja, ja, weißt du etwa nicht, was eine Zahnbürste ist? Doch. Nein. Ha, warte mal, ich check meine Datenbank. Eine Zahnbürste ist ein handbetriebenes, tragbares, mit Borsten ausgestattetes Körperpflegemodul mit langanhaltender Wirkung. Ah ja. Ach so. Richtig. Und du verwendest es zur gründlichen Reinigung deiner Zähne. Aber in meinen Zähnen hängen ein paar von meinen Lieblingssachen. Hier. Oh, hier ist das ekelhaft. Hier sollte man mal das Hirn mit Seife auswaschen. Guck mal, sie sieht aus wie meine. Oh. Aber was macht man damit? Hast du denn noch nie das 20-Mal-Lied gehört, Siggi? Ja, das 20-Mal-Lied. Ja, diese Zahl ist praktisch und gut. 20 Mal auf und 20 Mal ab. Sie hilft einem stets, egal was man tut. 20 Mal links und 20 Mal rechts. Man benutzt sie einfach so. Zu Hause und anderswo. Es dauert auch nicht lang. Wer es probiert, dem nützt es garantiert. Ich hab's auch schon ausprobiert. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. Na, dann tu's doch einfach. 20 Mal, weißt du? Ja, wow, dann werd ich mal. Die große Geburtstagsfee. Wo hält man das Ding an? Du hast doch nicht gedacht, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Wer bist du denn? Du siehst ja mädchenhafter aus als sie und das vielleicht was heißen. Wer ich? Ich bin die Geburtstagsfee. Ich reise durch die Welt und gebe allen Kindern Geschenke, die Geburtstag haben. Oh. Geburtstagsfee? Du warst aber noch nie bei meinem Geburtstag. Geburtstagsfee, du schuldest mir ordentlich was. Und zwar Geschenke für 8 Jahre. Mit Zinsen, versteht sich. Oh, meini! Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Was ist das? Für mich? Ja. Was ist das? Das ist der... Sprachgesteuerte Elektro-Ultra-Süßomat 3000. Aha. Eine hypermoderne Maschine für automatisierte Süßigkeitenherstellung. Aha. Tja, zumindest sieht man sowas nicht jeden Tag. Hoffentlich beeilen sich die jungen Leute. Das kostet wertvolle Redezeit. Du und ausschließlich du... kannst ihm sagen, was du willst, und dann macht er's. Echt? Nur ich? Wow! Nur ich kann ein- und ausschalten? Ne. Toffi! Oh, hey! Hältst du das für eine gute Idee, also? Ich weiß. Das ist eine ganz tolle Idee! Ja! Der Junge soll sich doch freuen! Also dann, los! Toffi! Oh!
Vorsicht! Es ist wirklich Toffee. Haha, willst du noch mehr? Ja, Toffee! Na, wer sonst denn? Toffee! Oha! Ich sag was und dann krieg ich auch. Das Ding kann wirklich alles machen. Toffee! Was? Toffee? Will ich haben! Das ist mein! Ja, aber meine! Meini, geh von der Maschine weg! Sei vorsichtig! Toffee! Toffee! Stopp! Oh, es klappt! Wow. Toffee! Volle Pulle! Wow! Toffee! Vorsicht! Toffee! Ja, mach weiter, Sigi! Toffee, so ohne Ende! Aufpassen! Keine Angst, Geschenke, ich passe auf euch auf. Wir müssen das Ding sofort abschalten. Sigi, schalt dieses Ding aus! Das ist vielleicht eine verrückte Geburtstagsparty. Spartacus! Stopp! Stefanie, versuch's weiter mit Sigi. Ich hol jetzt die Ausrüstung aus dem Luftschiff. Leiter! Beeil dich, Spartacus! Mach mal wieder, Spartacus! Ich muss zu der Maschine hin! Oh, ein Geschenk, das immer weiter schenkt und schenkt und schenkt. Schalt's doch endlich ab! Ich kann nicht, nur Sigi kann es abschalten. Onkel, du musst was tun, Onkel Meinhard, sonst kannst du Lazy Town gleich umbenennen in Toffee Town. Wieso? Essen wir die nicht einfach? Wie war das gerade, bitte? Na, die Toffees, wieso essen wir die nicht einfach alle auf, hä? Mitbürger, ich rufe den Notstand aus. Da ist um euer Leben. Na dann, guten Appetit! Ich kann nicht schnell genug essen! Mein Gott, seien Sie ein Mann! Schalt es aus, Sigi! Sigi, schalt es aus! Ich hab nicht mehr! Ich hab genug von Toffee! Hätte ich gewusst, dass die Party derartig ausartet, wäre ich doch niemals hierher gekommen. Oh nein! Ich muss mich beeilen. Hilfe! 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 Was ist das? Hätte, könnte er das Toffee damit wegputzen und das Ding stoppen. Ja,
putz dir die Zähne, Siggi. Wo soll diese Zahnbürste denn sein? Wo hast du sie hingetan, Siggi? Sie muss doch hier irgendwo sein. Sie ist unter diesem ganzen Zeug. Ah, ich bin am Ende. Sie hat aufgehört. Oh, oh. Sie explodiert gleich. Spartakus, du was? Bitte. Ja, Spartakus, los. Hilfe. 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 Wo ist der? Wo ist Spartakus? Was ist, wenn er nicht zurückkommt? Er muss zurückkommen. Schließlich ist er Spartakus. Wow! Wow! Das ist das beste Geschenk überhaupt! Spartakus! Hilfe! 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 Wo ist denn die Fee? Das ist nicht die Geburtstagsfee, das ist Freddy Faulig! Na, Freddy! Oh ja! Und nun zu meiner Rede, Freunde! Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Bing, bang, diggi, diggi, dong, Bordsalat, der alles heißen kann. Tack und ab, die Post, ich zeig's dir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Na, das ging doch ganz ausgezeichnet.